Moin Moin, mein Name ist Heinrich Löwe. Willkommen zurück zu Terminator Resistance mit Sergeant River. Ah, was ist da? Plasmaturm, nicht fotografiert. Okay. Plasma, warte mal. Violettes Plasma. Hatten wir noch nicht. Ah, schlecht. Ich verstehe erstmal schon mit dieser scheiß Fotokacke nicht. Gehen wir nochmal Betonpfeiler nach vorne. Schlecht, gut, ach, es ist kacke. Ich verstehe manchmal nicht, wonach es geht, echt nicht. Und hacken, hacken, hacken. Geht nicht? Doch, hacken einfach. Hacken einfach. Einfach mal hacken. Fuck you. Einfach mal gehackt. Wobei, eigentlich hätten wir es zerstören müssen. Oder auch nicht. Oh, jetzt kann ich eigentlich fotografieren, ne? Nur mal so nebenbei. Alter, fick den doch mal. Das hab ich so wohl gesehen. Geht doch. Oh, cooler Turm. Ab auf die Schubkarre und dann nehmen wir den mit. Oh. Mach mal was, Turm. Danke, Türmchen. Schade, da oben war nichts. Lass uns mal gucken. Wir sind schon ziemlich in der. Okay. Oh, wartet mal. Wir haben doch noch hier dieses Terminator-Messer. Hin. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Wo ist er hin? Er ist schüchtern. Nimm dir das mal ab. Soll ich mal den Müll einmal für dich öffnen? Willst du da rein? Dann eben nicht. So. Hätten wir auch eigentlich erschießen können. Aber naja. Da haben wir das Messer mal eingesetzt. So, links gab es eine Truhe. Ne, nochmal links. Wir müssen zurück, weil da die Signale waren. Oder ziemlich nah zumindest. Da wir das Level kennen, na klar, gibt es ja einige Kisten, aber wegen den Kisten muss ich jetzt hier nicht, das lohnt sich nicht so richtig. Oder ist das ein Terminator? Oder?
Noch besser. Scheiße. Komm ich nicht vorbei. Nee. Gut, dann müssen wir da durch den Laden gehen. Waffe unbekannt. Mit der möchte ich es mir noch nicht anlegen. Mit der möchte ich es noch nicht versauen. So. Oh. Der Turm wäre jetzt gut. Kann er für uns die Spinne platt machen. Zu. Ich brauche meine Privatsphäre. Warte. Ich nochmal um. So, schnell hacken, hacken, hacken. Fuck you. Mein Freund. Tür zu, Tür zu, Tür zu. Hm. Warte, ich hab kein Foto von der gemacht. Alles schon tot. Gut. Vielen Dank für deine Mitarbeit. Habe ich jetzt auch schon ein bisschen erwischt. Ah, hier liegt noch was. Oh, da haben wir wahrscheinlich damals was übersehen, weil ich kann mir nicht vorstellen. Oh. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sie solche Kisten aufstellen, und da haben wir auch was übersehen anscheinend. Handelsressource, wir haben auch so wenig Geld. Ja, speichern tun wir auch mal. Ah, oh, die Signalstärke ist stärker geworden. Ist auch noch was? Hab ich gerade einen roten Laser gesehen? Ah, der Turm. Nee, ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das alles übersehen haben. Oder? Hm, naja. Wird mir egal sein. Erkennt? Ja. Oh, er kann sich voll drehen, wenn ein Feind von hinten kommt. Das ist gut zu wissen. Können wir noch einen Gegner anlocken? Huhu! Kommst du her? Hier bin ich. Komm her. Deine Blechdose. Eigentlich wollte ich dich anlocken. Oh, das ist eine Kiste, hab ich ja voll übersehen.
Oh, der Burgerjunge. Ziele, 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 Ziele. Spinne links. Oh, Musik. What's that music? Ja, zum Ablenken kann man das gut gebrauchen. Ich dachte erst eine Bombe, aber dahinter. Aber überhaupt hier mal drin? So. That's where the outpost used to be. I hope that destroying it slowed them down at least. Scheiße. Muss ich da lang? Jetzt war ich hier. Mal kurz den Schrott einsammeln. Jetzt hat das nachgelassen. Ich glaube, ich habe mich entfernt. Ah, wieder zurück. Gucken wir uns erstmal die Ghetto-Blaster. Seems to be coming from here. Musik ist schrecklich. Upstairs. Who left this here? It's probably a trap. Fuck, 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 fuck. Wir sind drin. Scheiße, scheiße. Ganz schlecht, ganz schlecht. Ihre Waffen sind verschwunden. Haben wir überhaupt noch Platz im... Ne, sind voll. Oh, ich muss mich vielleicht nochmal heilen. Ah, ich dachte gerade die 46, die da standen, ist meine aktuelle Lebensanzeige, aber es ist ja nur die Anzahl der Medikits, die ich habe. Ey, hätte ich die nicht gesehen beim Vorbeigehen. Dein Rucksack ist voll, ich hab's geahnt. Scheiße. Gegenstand fallen lassen. Und einmal die Schnauze. Better be worth it, Ryan. So. Wenden sich gerade was Schönes. Jetzt bin ich mal auf den Sack. Panzerte Spinne terminiert. So. Ah ja, ganz schön hinterlistig von diesen Arschkrampen.
Ah, Munition, dein Rucksack ist voll. Ganz ehrlich, ich glaube, das ist das Erste, was ich nachher wegschmeiße. Wenn wir irgendwas Cooleres finden. Aber das war cool, dass sie uns eine Falle gestellt haben. Das war wirklich cool. Mehr davon. 83. 84. 86. 88. Hier das Gebäude. Bin vom Plan abgekommen. Ah, da ist auch direkt was. The signal's getting stronger. He should be somewhere around here. Schnell, 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 schnell. Schnell, schnell. Ich kann ihn nicht hacken. What? Ich kann noch alles hacken. Oh, was soll ich denn sagen? Man muss irgendwie direkt fick dich. Dann langer Balken raus. So, weiter, weiter, weiter. Gut. Jetzt können wir auch hier gleich Krach machen. Weil hier sind ja irgendwo noch zwei weitere Blechdosen gewesen. Das Feuer. Die Hausschweinebacke. Ja, der ist bewaffnet. Der war ja weniger. Hm? Irgendwas hab ich noch erfasst. Ich weiß nun nicht wo. Arschloch. Ey, der kommt ja gar nicht raus. T825, da mache ich ein Foto von. Schrecklich. Perfekt. Doch nicht. Oh, ich hab denselben. Ich muss das umlegen. Scheiße. Oh. Ich wollte es eigentlich gerade sagen. Drücke nicht auf G. Was mache ich? Ich drücke G. Geh kacken. Oh, hi, 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 hi. Ich hack dich trotzdem, glaube ich, hoffe ich doch. Oh. Da hat er mich ein bisschen aber erschrocken. Also die. Das kriegen sie hin. So. Arschkrampe, das machst du nicht normal. Hurensohn. Na komm, steht auf, ihr Luschen. Dann gehen die einfach weiter. Kein Ziel gesehen. Ich gehe nach Hause. Kaffee trinken.
super Fenster. Aber jetzt kommt ja das Arschloch. Geschützt, Torm. Es wäre echt cool, wenn du mir helfen würdest. Boah, ich finde es cool. Also, es hat mich, warum auch immer, ein bisschen erschrocken. Und dann habe ich auch mich leicht verschluckt. Kann vorkommen. Nee, das ist eine Frau. Wo ist denn der, das Piepen geht mir gerade auch auf den Zeiger. Das ist die Blechdose. They took his radio. Baron was right. Skynet's listening. Time to look for the second tracker. Missionsupdate. Wir haben den Treffpunkt erreicht, hatten jedoch keinen Kontakt zu Commander Baron. Warum schickt sie uns hierher? Dieser Tag wird immer seltsamer. Ohne Funkkommunikation wird dieser Ort ganz einsam. Gottverdammt, Gomma. Wie lange musst du denn noch pissen? Ja. Bis zum Tod musste er pissen. Obwohl wir haben bisher nur eine Leiche gefunden. Wahrscheinlich ist Gomma der Verräter. Ich gehe mal pissen und hol die Terminatoren. Er hat sich im wahrsten Sinne des Wortes verpisst. Nicht. Ja. Jetzt müssen wir hier irgendwie weiter. Das nächste Signal wiederfinden. Oh, 82. Von 0 auf 82. Aufs Klo ist er nicht. Wir müssen einmal auf die andere Seite. Mit dem will ich es mir noch nicht verscherzen. Da traue ich mich noch nicht ran. Ah, nicht schon wieder. Och Mann, das reicht mir jetzt. Das reicht mir jetzt. Aber sowas von. So. Das reicht jetzt aber. Mama mia, in der Hektik treffe ich immer das G statt das H. Steuerung. Jetzt machen wir das auf E. Jetzt habe ich die Schnauze voll. Auf E habe ich doch, glaube ich, nichts, oder? E ist doch belegt. Interagieren. Dann Q. Q. Waffenauswahl. Keine. Ach nee. Ich damit nicht, also leck mich am Arsch. Heilen wird jetzt Q. Ja, fertig. Ups, ich merk's mir. So. Mama mia, noch gleich nochmal, damit ich mir das merke. Boah, bin ich wieder reingerannt, ne? Mann, das wäre nämlich schon fast wieder passiert.
Weil vielleicht hätte ich einfach Granaten umlegen sollen. Bestimmt hier oben, ne? I think I'm getting closer. It's got to be here. Na, pass auf, es ist bestimmt wieder eine Falle. Erstmal das Piepen finden, das nervt. Zettel. Bird of Prey. Sie sind wieder vorbeigekommen. Seitdem Skynet in Pasadena war, sind alle brutaler, verzweifelter und hungriger. Ich weiß nicht, wie lange ich meine Babys noch beschützen kann. Ich werde aber bis zum Tod, wenn es sein muss, kämpfen. Zieht's hier runter? Speichern wir mal. Wollen wir noch was zum Herstellen? Oh ja, die können wir jetzt herstellen. Das ist fantastisch. Das machen wir auch mal gleich. Alle drei Stück. So, dann da vielleicht noch ein paar. Da. Genau, den Rest brauchen wir erstmal nicht. Das Piepen geht mir gerade tierisch auf den Zeiger. Got him too. Oh, his goggles look intact. Let's see the last picture he took. The infiltrator. It's back. Baron was right. Commander! Talk to me. They're dead. Everything turned out the way you said it would. Copy that. Get out of there. We need to figure out our next move. Let's meet at the docks. Get there as soon as possible. Over and out. Why would she give out our location? Aber wir haben da noch was. Müssen wir noch hier Skynet Außenposten. Warum verrät sie unsere Position, ja? Weil sie eine sexy Terminator-Tante ist. Oh, da geht ja gerade einer lang. Und dann geht er wieder rein. Könnten wir versuchen... den vielleicht gleich zu killen? Kommt doch bestimmt gleich nochmal raus, oder? Ich komme nicht weiter. Ah, ich hänge irgendwie fest. Kommen jetzt beide gelangt? Nein. Das war Nummer 1. Jetzt haben wir ja schon mal draußen keinen mehr Nerven. Fuck you. Ah, wird schwerer. Ah, wir haben hier gleich mehrere Blechdosen. Schutztürme haben wir keine, ne? Kommt er hier raus? Bitte bleib in dein Gebäude.
Okay. Geschützturm ganz hinten. Gut, gut, gut. Wir haben jetzt schon mal zwei gekillt. Vielleicht können wir denen gleich von oben ein bisschen Spaß geben. Wie wäre es, wenn wir das gleich mal nutzen? Wo sind die anderen beiden hin? Da ist einer, da ist einer. Kommen wir hinter diesen Behältnissen? Ich überlege gerade, ob ich den hacke oder zerstöre. Ach, komm. Oh, der lebt noch. Ups. Wo ist der hin? Fuck. 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 Der hat ja genug Power. Cool. Heilen. Das ist ein, ja, das ist ein Buddy hier. Und ich muss weg. Wuhu! Oh! Scheiße. Ich hab's ich hab mich selbst geopfert. Ich hab's ja alle gekillt. Ich hab diesen Punkt zerstört. Ich bin dabei selber umgekommen. Scheiße! Scheiße, scheiße! Ah. Diese Granaten sind zu heftig. Ach, fuck, ey. Hab man es trotzdem geschafft? Oder was jetzt nur? Wo bin ich jetzt? Ich versuch. Gehen wir mal rein. Ich will nur wissen, haben wir sie jetzt alle tot oder ist nicht tot? Super, dann habe ich sie alle gekillt, aber lass mich raten. Die ganzen Blechdosen sind, Na, wenigstens haben wir davon noch was gekriegt. Aber die ganzen Blechdosen sind kaputt. Dann haben wir es mal diesmal nicht mit Hacken gemacht, sondern mit purer Waffengewalt. War hier ausgehackt. Ne, die Blechdosen sind weg. Schade. Dann nehmen wir nochmal einen Fähigkeitspunkt und ich würde jetzt mal sagen, wir gehen mal, wir machen uns mal härter. So. Kommen wir mal ein bisschen länger. Bleiben wir mal ein bisschen länger am Leben. Gibt es noch irgendeine Kiste, die toll ist? Oh ja. Das hat sich ja richtig gelohnt. Drei Kisten mit kaum was drin. Ah, hat die mittlere ein bisschen mehr zu bieten. Space Frogger. Scheiße. Scheiße. Ah. Diese Haftminen und so müssen wir auch mal testen. Naja, hat sich noch gelohnt, hier runter zu gehen. Wobei die drei Kisten eigentlich. Da hätte man auch alles in einer packen können. Dann überlegen wir mal ganz kurz, wo wir am besten rein oder rausgehen. Wir können denselben Ausgang nehmen, wir können aber auch einen anderen nehmen. Wir nehmen den anderen. Vielleicht finden wir noch eine Kiste oder irgendetwas anderes. Genau, bei dem Typen waren wir ja. So. Ah, Silberfische. Da habe ich jetzt Lust drauf auf die Viecher. Drohnen. Ich glaube, die Silberfische gehen mir gerade mehr auf den Sack. Hier.
macht immer Spaß. Ah, nein! Oh, nee, ne? Wie bin ich jetzt gerade auf diese Taste gekommen? Scheiße. Scheiße, scheiße, scheiße. Die Granatentaste ist echt schon böse. So, dann leben die da unten noch. Da drücken wir einmal mal auf G, damit die weg sind. So, und da oben. Nachladen. Okay. Kontrolliert gekillt. So wollte ich es eigentlich haben. Ja, Rucksack ist voll, aber ich nehme jetzt diese Munition nicht mit. Da habe ich noch was anderes, was weg kann. Geil, muss die Munition liegen. Oh, den habe ich fast übersehen. Ja. Ich glaube schon. Oder was? Dieser alte Stützpunkt? Ich bin mir gerade nicht mehr sicher, was das hier war. Dann speichern wir nochmal. Ah, die können wir jetzt auch herstellen. Okay. Gebiet verlassen. Dockruin. Der Infiltrator ist wieder da. Commander Baron möchte persönlich sicherstellen, dass wir ihn ein für alle Mal aufhalten. Ich werde mich mit ihr an den Docks treffen, um unseren nächsten Schritt zu planen, zu besprechen. Eigentlich kann es doch gar nicht so ein harter Typ sein. Das muss doch eigentlich auch so ein T-800 oder so sein, oder? Täusche ich mich da? Nur, dass er Haut hat. Ja, klar. Good. Apparently Skynet's got a real hard-on for you. So we figured, why not use you as bait? Aren't you afraid that Skynet will bring a lot of firepower if they know we're both here? Afraid? No. Prepared for that eventuality? Yes. We've got eyes on the ambush site from every angle. If anyone shows up, it means they were listening. What if it's one of our guys, or just a scavenger? Too bad. We can't have anyone or anything sabotage our plan. Not this time. This time? We were very close once before. For years, we've been preparing for the final attack. But it took just one man to fuck everything up. That day, Perry... Our previous field commander died, and I inherited control of South Division. Mm-hmm. Since then, I've been making sure that no one fucks up again. We've got movement. Take position. What do you have? A hooded man's walking down the street. Might be a scavenger. Könnte auch sein. You saw him. Is it the same model? Is it the infiltrator? I can't tell. Klar, jeez. Wait for your signal. I think that might be it. You think? Good enough for me. Ceasefire! Ceasefire! Target down! I repeat, target down! Go check him! Nee, das glaube ich nicht. Pass auf. Eyes on the target! Proceed with caution! Is he dead?
What the fuck? It's the target! It can't get away. Fire at will. Uh-oh. He's in the open! T-850 irgendwas. It's in the open! It's a fucking machine! Oh, der Violett! Ultraviolett hat er! Ich brauch neue Betonschutz. Den hat's ja überhaupt mal nicht zerbrochen. Brauchen wir hier die gute Waffe, ne? It's back against the wall! We've got it now! Alter, kommen wir überhaupt nicht durch. Alter! Da können wir ja gar nichts ausrichten an diesem Teil. Wo? Ich will's auch. Ja, warte mal. Lass mal Deckung suchen. Der ist ja nicht ohne, der Typ, ne? Apropos, warte mal. Bababababam. Nutzen wir die Bazooka und ich habe echt die ganzen guten Granaten verwendet. Ach scheiße, ich bin einmal zwischendurch gestorben. Und das war nicht gespeichert. Jetzt habe ich die ganzen guten Granaten verballert. Okay. Zeit für Raketenwerfer-Time. Raketenwerfer. Macht keinen Schaden. Und er deckt. Alter, sehr gut. Naja, die heben uns mal auf. Krieg ich deinen Kopf? Ach. Nachladen. Ich treffe gar nicht hier. It's on the move. Take cover. Wo ist er jetzt hin? Oh, was denn? Open fire. War er das? That's one ugly son of a bitch. Brauch mal ein Puck Heilung. Schade. Jetzt geht das Licht mir auf den Sack. Hey, ja, not again! Follow it! Ah, ich hätte hier mal die ganzen Feuerdinger kaputt machen sollen. Boah, ist das hell hier? Ich bin geblendet. Wie kann es hier noch Licht geben in der Apokalypse? It's inside! Auch mal treffen hier. Pumpe ist leer. Jetzt reicht's mir langsam. Weg. Rivers! Nein! Oh, was denn? Ich bin beschäftigt. Rivers, we're trying to get through. You can't let it go.
get away, you hear? Jetzt bin ich mit dem allein, oder was? War das gerade dann noch? Das ist nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir heilen uns mal eine Runde. Das? Oh, wir haben eine Taschenlampe, cool. Und das ist ganz schlecht. Lauf! Oh, fuck. Hab ich diese Taschenlampe gemacht? Jetzt holt er mich. Zack. Trifft er langsam echt gut. Jetzt kommt er wieder, jetzt habe ich aber Angst. Ich hänge irgendwo in der Mauer fest. Ah. Sag mir echt. Ich bin nicht dran. Heilen. Geht hier zurück. Anspruch, volles Geballer gerade. Man sieht ihn noch durch ein Feuer, das ist gut. Ah, ist der Defekt. Commander! Yeah! Aber wir haben auch nur Glück gehabt, dass er nicht ganz nach hinten zu uns gekommen ist. Und jetzt wären wir tot. Stay there. We're on our way. Ey, ich will da hin, ich will die Waffe haben. Das ist meine Waffe. Zuflucht des Widerstands. Der Infiltrator ist endlich gefallen. Sein Hyperlegierungskampf-Chassis war viel widerstandsfähiger als zuvor. Unsere Waffen konnten nichts dagegen ausrichten. Wenn wir es kaum mit einem von ihnen aufnehmen können, dann werden wir gegen eine ganze Armee keine Chance haben. Der wahre Grund dafür, weshalb der Infiltrator Skynets beste Waffe war, war jedoch seine Haut. There was no doubt anymore. Skynet had created a cybernetic organism. It was designed to blur the line between a man and a machine. People started to think that there were Terminators amongst us, wolves in sheep's clothes. Some of us left, even though we hadn't seen any other infiltrators yet. Or at least, we didn't think we had. And that fear of not knowing was what turned the tide of this war. That night, Skynet won. I still have to run some tests, so for now I would say no. We need some more time, Connor. I know you don't want to hear this, Commander, but if there's one person who can help us, it's Dr. Mack. Mack? We don't even know if he's alive. He is. He's in the Hollywood Hills. We knew a time would come when we'd need him again, so we've kept an eye on him. Wait. You've been watching him without telling me? You let your emotions clap.
about your judgment before, Commander. That's why I decided that Mac's whereabouts were no longer this your concern. This is bullshit. He can't just magically fix all of our problems. He's a man, not a god. A man that makes that's mistakes. Enough, Commander. You know what happened last time. He's the reason Perry's dead. I said that's enough. Sergeant Rivers? Yes, sir. TechCom believes that being marked for termination is a badge of honor. A sign that we're doing something right. We wear it proudly. And knowing you're wearing such a badge, Rivers, is all I need to trust you with handling this mission. Commander Barron will fill you in on the details. Good luck, soldier. Over and out. Bye, Connor. Looks like you're going to Hollywood Hills. Dr. Edwin Mack is the one who taught us how to use Skynet's weapons, so there's a chance he can do it again. Take him that second-generation plasma rifle and see if he's able to reprogram it. If we want to use Skynet's weapons, we need to bypass their encryption lockouts. How will I find him? He's obsessed with surveillance. So when you get there, look for any cameras, biometric sensors, or any other tech stuff. Er wird viele Minen verlegt haben. That's it. Mission abgeschlossen, Jagdsaison. Ja. Dann würde ich sagen, machen wir ein Break. Machen wir ein Break. Ja, unterstützt den Widerstand und wir finden nächstes Mal Mac. Quatschen uns hier einmal durch die Ecke und dann geht's zur nächsten Mission. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ja, dann haut rein. Bis zum nächsten Mal. Ciao.